Christian Menzel auf den Straßen Münchens. Unterwegs im wohl legendärsten Tourenwagen der Welt. Ich fahre heute zu einem ehemaligen Teamkollegen. Und das ist der Ur-Ur-Urenkel von König Ludwig I. Es ist Prinz Leopold von Bayern, mit dem ich 2 Jahre lang, 1997, 1998, bei BMW als Werksfahrer unterwegs war. Herrliche Zeit, wir haben viel erlebt, viel Spaß gehabt. Natürlich sitze ich standesgemäß auch in dem richtigen Auto, um unseren Poldi zu besuchen. Das ist ein BMW M3 E30. Ich bekenne mich, ich bin ein Fan von diesen Autos und auch von der Historie. Für mich der Tourenwagen schlechthin, Ansauggeräusch, also ein Wahnsinnsauto. Und allein das ist heute schon für mich wieder ein Highlight, neben dem Poldi auch in so einem Auto sitzen zu dürfen. Und mit dem M3 geht's zur BMW Klassikabteilung. Dort wartet der ehemalige Teamkollege und Rennfahrer Prinz Leopold von Bayern schon auf Christian. 1997 und 98 starten beide gemeinsam in der STW für BMW. Christian steht hier am Anfang seiner Karriere. Für Poldi, so der Spitzname von Prinz Leopold, sind es die letzten aktiven Jahre seiner Karriere. Ein Wiedersehen von Prinz und Knapper. Ah, der Poldi! Welch Freude, lieber Knapper oder Christian? Oh, ein Rollenwechsel. Ja. Er macht die Tür auf. Was bin ich denn, Knapper? Servus, Christian. Schön, dich zu sehen. Ah, herrlich. Lass uns reingehen. Ja, gerne. Ein Treffen alter Freunde. Poldi fährt seit 1986 für BMW, unter anderem in der DTM mit dem E30. Traum, oder? Ja, unglaublich. Weißt du, was ich finde, wenn du das Auto siehst, da kommen so viele schöne Erinnerungen wieder hervor und es war einfach eine geile Zeit. Ich war einfach nur als Fan. Ne? Ich weiß noch, live habe ich das erste Mal 88 Nürburgring im Rahmen des 24-Stunden-Rennens DTM gefahren. Genau. Wippermann habe ich schon ein Döschen Bier in der Hand gehabt, als jugendlich dynamisch. Und höre dieses Auto, Traum. Da bist du auch da vorbeigeballert. Ja, ja, weil das hat auch seinen eigenen Geräusch, dieses Auto. Dieses Brrrr, von der Airbox. Ja, von der Airbox. Und das war einfach, auch beim 24 Stunden, wenn du nachts dann gefahren bist und du hast sofort von Weitem gehört, jetzt kommt ein BMW. Genau, den hat man ja kilometerweit gegen den Wind gehört. Genau, ne? Das war das Geräusch von vorne kam absolut. Und nicht von hinten. Ne? Das war der Hammer. Also ich meine, wenn man da vorsteht und das alles wieder sieht, dann kommt es wieder so ein Flash zurück. Der erfolgreichste Tourenwagen der Welt hört auf das Kürzel BMW M3, Baureihe E30. Ein Weltmeister- und 2 Europameistertitel, dazu mehr als 60 Landesmeisterschaften stehen in den Büchern. Egal ob in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft oder beim 24-Stunden-Rennen, der M3 ist erfolgreich. Neben jeder Menge prominenter Rennsportler greift auch Poldi ins Lenkrad. Von 1984 bis 1992 ist er in der DTM aktiv. Unter der Haube des BMW kommt zuerst ein 2,3 Liter großer Vierzylinder mit rund 330 PS zum Einsatz. Im letzten Einsatzjahr sind es 370 PS aus einem 2,5 Liter Motor. Deine Highlights so aus dieser Zeit? Ich weiß, da war Hockenheimring, 120.000 Leute waren da. Und die konnten an uns ran, die konnten mit uns reden, um die Fans, weißt du, und ihre Heroes. Das war einfach eine unglaublich tolle Zeit mit bunten Farben von verschiedenen Herstellern, die alle mit, und die Leute konnten sich mit identifizieren, weil es war ein reiner Tourenwagen. Toll. Tolle Zeit, ja, unglaublich. Herrlich, wunderbar. Ja. Da müssen wir uns aber fast bücken, ne? um den zu erkennen. Oder? Können wir das noch? BMW M1. Ja. Ich weiß noch, wie der das erste Mal rauskam und ich hatte dann das Auto zum Fahren und bin mit dem Auto nach Wien gefahren und habe einen Freund besucht und ich habe in Sacher gewohnt, damals im Hotel und da stand es vor dem Hotel, die haben den gar nicht weggeparkt, die haben sie stehen lassen. Da war eine Traube von Menschen drumherum gestanden und hat sich das Auto angeschaut. Ich finde den auch übrigens in dieser Farbe, finde ich den einfach wahnsinnig schön. Was ich jetzt ein bisschen vermisse, habe ich hier nicht gesehen. Ich meine, wir beide sind ja 2 Jahre lang für BMW gefahren damals und das war dann die sogenannten Supertourenwagen, STW-Autos, 320i. Ja. Haben wir leider keinen hier, aber ich weiß, wo einer steht. Tatsächlich? Ja, und zwar, da müssen wir ein bisschen fahren, nach Garching raus. Der BMW M1 ist die Sportwagen-Ikone der 1970er Jahre. 453 Autos werden gebaut. Der heutige Wert rund 800.000 Euro. Ich fühle mich jetzt wie
Ja, Hammer. So Ende der 70er, Anfang der 80er. Kann ich mir genau vorstellen, wie du in diesem Auto gesessen bist hier und hast hier München unsicher gemacht, oder? Ja, natürlich. Also, ja? Ich meine, ich bin ja nicht so viel mit dem Auto in München rumgefahren, mehr auf der Rennstrecke. Ja. Aber das war einfach, wenn du mit dem Auto in München rumgefahren bist, war schon Eyecatcher. Die Leute haben geschaut. Wollte gerade sagen, oder? Ja, das ist halt auch eine sehr, sehr spezielle Form, die es damals so nicht gab, außer Lamborghini oder Ferrari, ja, in der Richtung. Aber von BMW war das eigentlich so die erste wirklich sportliche Version. Und wenn du halt da früher in Schwabing rumgefahren bist, haben dann die Mädels schon geschaut, sage ich dir ganz, okay, ehrlich. Aha. STW, hä? Ja. Super Tourenwagen. Ja, genial. Gucken wir mal rein, hä? Ja. Das war ja damals so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß, ich bin 96, durfte ich dann zwei Rennen bei dem Manfred Lauterbach fahren, als kleiner Privatier. Ja. Hatten wir einen Motorschaden, dann habe ich damals bei BMW um den Motor gefragt und gebettelt. Dann habe ich von dir einen Motor bekommen, der ausgebaut worden ist, der, ja, zur Revision gehen sollte. Ja. Hat BMW gesagt, naja, komm, wir geben dir heute mal ausnahmsweise ein Motörchen von dir. Und dann bin ich mit dem Motor gegen dich quasi gefahren. Ja, hast mich auch geschlagen. Ja, klar, logisch. Naja, und so aber war das. Aber sag nicht, dass es einfach war. Nein, ich hab alles gegeben. Fighten ohne, ja, Ende. Gott sei Dank. Und daraufhin bin ich ja von BMW eingeladen worden zu einer Sichtung. Die habe ich dann gewonnen. Und dann waren wir zwei Jahre lang Teamkollegen. Christian und Poldi starten im Team Isard auf einem BMW 320i. Und das in der auffälligsten Lackierung des ganzen Starterfelds. Der Super-Tourenwagen-Cup wird ab 1994 ausgetragen. Mehr als 7 verschiedene Hersteller machen die Rennen interessant. BMW sichert sich 3 Meisterschaften in den 6 Jahren des Bestehens. Für Poldi ist es der Abschluss seiner aktiven Rennkarriere. Über 35 Jahre ist er im Motorsport aktiv und hat Rennen auf der ganzen Welt bestritten. Gut, die Zeit nach BMW, du bist ja der Marke eigentlich immer treu geblieben. Ja, ja. Absolut. Ich hab mich die Marke als Markenbotschafter für bayerische Motorenwerke mit einem bayerischen Prinzen. Ich glaube, eine bessere Identifikation gibt es nicht. Und ich glaube, auch für BMW bin ich eine ganz wichtige Person als Markenbotschafter für die AG und für die Klassik. Und das macht mir viel Spaß. Ich habe diese große Ehre, immer diese schönen alten Autos von der BMW Klassik fahren zu dürfen, auf verschiedenen Rennen, auf verschiedenen Rallyes, Oldtimer-Rallyes. Und das ist einfach, das macht so viel Freude, weil du musst eben nichts mehr beweisen. Einer der Wagen, die Prinz Leopold von Bayern regelmäßig bewegen darf, ist der legendäre BMW 328 von 1937. Satte 80 PS sorgen für immerhin 150 km/h Spitze. Man merkt, dass der 328 aus einer anderen Zeit kommt. Das sind ja auch diese großen Lenkräder, gell? Das ist ja alles, macht ja auch Sinn. Weil die keine Servolenkung hat. Ja, die muss man haben, das ist große Lenker. Nur ich muss hier immer ganz nach rechts rücken, meinen Arm rüberziehen, damit du lenken kannst. Ne? Kannst also der Beifahrer hat nichts zu lachen hier im Auto. Ich sagte, 1000 Meilen Millimeter zu fahren, hier so auf dem engen Raum, da musst du auch gut befreundet sein, weil sonst danach kann es auch passieren, du sagst, mit dem fahre ich nie mehr wieder. Ja, du bist ja eigentlich auch schon über all die Jahre immer ein treuer Teilnehmer der Mille Miglia, ne? Richtig. Und erzähl mir mal so ein bisschen, du bist ja oft mit diesem Auto hier gestartet oder mit dem Typ 328 auch, ne? Ja, also ich habe ja 13 Mal den Mille Miglia bestritten. Allerdings die Neuauflage, die seit 1977 existiert. Hier geht es nicht um Höchstgeschwindigkeit, sondern um Gleichmäßigkeit. Bei der ursprünglichen Mille Miglia wurde ein Rennen über 1000 Meilen am Stück gefahren. Heute verteilt sich die Veranstaltung auf 4 Tage. Gefahren wird aber mit den Autos von damals. Und auch BMW Classic nimmt regelmäßig an der neuen Mille Miglia teil. Und die ist ein echtes Volksfest in Italien. Am Ende geht's auch hier um Sieg und Niederlage. Auf der Mille Miglia habe ich wirklich das Land
lieben und kennengelernt. Und die Italiener sind ja sowieso verrückte Autofreaks. Und wenn du mit dem Oldtimer-Auto wie mit dem 328er hier durch die Mille Miglia teilnimmst, die Leute lassen sich bei Rot drüber fahren über die Ampel, weil die denken weiter und sagen, ja, das ist ein altes Auto, wenn der lange steht, dann fängt er an zu kochen. Mit der Heiz, genau, müssen wir stoppen. Du, da heizt du durch, vorweg die Polizei. Ja. Und dann geht es aber richtig flott dahin. Du verlierst gleich deine Kappe. Ja. Mann. Soll ich sie dir festhalten? Nee, geht schon. Kann er so machen die ganze Zeit.